So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde unseres Let's Plays. Oh. Mein Name ist Nioman und ich spiele zusammen mit dem Psycho Spintars Mudrunner. Ja, aktuell weniger Matt, mehr Matt, weniger Runner. Oh, da vorne ist echt dieser Punkt schon, wo ich eigentlich hin muss und ich hoffe jetzt, ich kriege mich da einfach hochgezogen. Es sieht gut aus, die Karre fährt noch. Boah, ich glaube, ich habe mich gerade so viel bewegt wie in der letzten Folge. Ja? Wahnsinn. Ja. Also ich bin zwei Reifendrehungen vor. Ich versuche hier gerade irgendwie noch einen Windenpunkt zu finden, aber ich glaube, das ist hier nicht vorgesehen. Das war ein Scheißpunkt. Eins muss man aber auch lassen, diese Automatik-Windenfunktion, die ist fett da drin, den Punkt zu nehmen, den ich genau nicht möchte. Ja. Nee, ich habe jetzt wirklich auch nur noch den. So, ich bin gespannt, ob ich jetzt neue Windenmöglichkeit habe. Oh. Bist du oben? Nein. Nein. Bin nicht umgefallen, wenn wir es positiv formulieren möchten. Ich, ganz ehrlich, ich mache jetzt aber noch mal entladen. Ich brauche jetzt einfach weniger Gewicht. Fertig, aus. Und achso, ich würde gerne diesen Berg hier hoch. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Was ich so oder so machen muss? Ich lasse die Karre jetzt hier stehen und hole jetzt den B66, tank den vorher noch voll und fahre den die andere Strecke hoch und damit ziehen wir uns dann beide raus. Was? Weil ich stehe jetzt oben schon an der Straße, habe aber nichts mehr zum Greifen. Weißt du? Ja, also ich hänge hier halt monströs fest. Na, mit dem K700 kriegst du dich aber auch nicht mehr rausgezogen, oder was? Selbst wenn du den ein paar Zentimeter Der hoch. hängt ja selber fest. Ach so. Und den kriegst du auch nicht mit Bäumen irgendwie weg, oder Doch, was? das geht. Das mache ich auch gerade. Dann stell den doch da mal oben auf die Straße, falls du das irgendwie. Oder allgemein so vor dich, dass du halt zumindest bis zur Straße kommst. Aber Sprit brauchen wir so oder so ja nochmal. Ich meine, ich kann natürlich auch mit dem B66 versuchen, diese Superstrecke nochmal hochzufahren. Das halte ich jetzt eher für optimistisch. Aber das ist doch der Super B66. Das stimmt. Also ich bin jetzt halt mit meiner Karre da genau oben bei dem Beobachtungspunkt rausgekommen. Theoretisch. Also der K700 hat noch Sprit für 2 Minuten. Ja, okay, ich nehme dann auch einfach mal an, dass wir den dann nicht mehr brauchen werden. Weil ich habe jetzt auch nur Ja, ich 6. bewege mich halt keinen Millimeter, ne? Das ist mein Problem. Ich hänge hier wirklich kolossal fest.
Aber ganz ehrlich, hier drüben wären wir auch kein Stück besser hochgekommen. Weil hier gibt es auch nicht ein Stück Holz am Wegesrand. So, aber ich bin oben mit 600 Litern Sprit. Also ich werde hier wahrscheinlich abbrechen. Das wird zu nichts führen. Das gucken wir uns nochmal an. Der B66 ist ja noch nicht da. Aber wie hast du dich da jetzt verkeilt? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich konnte ja hier jetzt nicht super entspannt wenden oder so. Ja, das ist schon klar, aber... Ich fliege auf einem Stein auf. So, warte. Ich bin jetzt hier oben mit dem Sprit. Ist der Baum jetzt? Lassen. Ich hatte mich gerade bewegt. Okay. Und hat den Baum zerlegt, an den ich hing. Ja, ich würde dich gerne sehen, aber es ist halt auch sackfinster. Diese Kamera ist wirklich best. Also wenn ich wirklich mal nichts sehen will. Alter. So. Natürlich. Nicht? Doch? Nee? Ja? Spiegelt mir gerade High Level auf den Keks. Auf den Keks. Ja, hier. Ja, ja, ja.
Ja. So, jetzt zieh dich raus oder fall um. Also, es ist echt nicht zu fassen. Er hat sich doch jetzt gerade rausgezogen. Da muss er doch auch irgendwo ankommen. Also ganz im Ernst, diese Phantomkanten. Ja. Ich weiß, ich häng gerade exakt auch an einer von diesen Phantomkanten. Und sie sind einfach hart demotivierend. Also sie sind auch einfach nicht sonderlich realistisch. Also ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich mich an diese Phantomkante ranziehe. Und bis kurz davor stehe, drüber zu kommen und dann einfach gar nichts passiert. Ich meine, irgendwann müssen doch 6 Räder... Allrad und Differential mal greifen. Also. Könnte man glauben, ist aber nicht so. Ja, der K700 ist dann jetzt auch leer.
Ne, darf nicht mehr fahren. Ist Schluss mit Binde. 1 Liter. Ja, pass auf, ich wollte dich jetzt noch mit dem B66, ich gebe dir noch jetzt noch einen Schluck Sprit. Dann gucken wir uns das nochmal an. Aber... Also vor allen Dingen ein Millimeter. Also es ist ein Katzenfurz, dass ich hier noch entfernt bin vom eigentlichen... Ich müsste hier rauskommen. Ja. Machen wir Handbremse rein. Wer braucht Sprit? Der, eigentlich beide, aber macht der K700. Ja, 138 Liter habe ich dem jetzt gegeben und dem anderen kann ich auch nochmal geben. Wenn du nochmal reinholst. Also wechselst du? Ja. Na gut. Ja. Jo. Willst du mich versuchen, mal oben rauszuziehen? Moment. Dass wir den wenigstens erstmal haben? Kann ich... Diese Kamera. Ganz im Ernst. Ich dachte ja auch mal, dass man in der fortgeschrittenen Steuerung Tastatursteuerung hat. Also über die Hotkeys wäre eine coole Sache. Nein, das ist es nicht. Alter, ich habe ihn selber rausgezogen. Oh nice. Frag nicht wie. Ich weiß es auch nicht. So, beladen ist er auch wieder. Jetzt komme ich nochmal bei dir vorbei. Ziehst du? Ja, das sieht ja mal richtig geil aus, Alter. Nein, dein Holz, dein Holz, dein Holz, dein Holz! Och, nee, echt jetzt? Ja, gut, das schaffst du jetzt aber auch noch. Die letzten paar Meter da oben schaffst du. Guck mal, der K700 steht da schon gerade. Die nimmst du jetzt einfach kurz mit dem Dingens da wieder drauf und gut ist. Ja, zieh das Holz dann mit. Hä? Wie soll ich denn das Holz mitziehen? Nein, ob ich das Holz noch mitziehe oder liegt es jetzt irgendwo? Ja, das liegt da schon noch drauf, aber es sieht so aus, als würde es runterrutschen. Dann zerre ich ihn jetzt noch hier hoch.
Jetzt, es rutscht immer weiter. Oh, Alter. Ja, gut. Zieh. Nein, jetzt geht einer runter. Stehen bleiben. zieh. Ich drücke einmal auf links. Ja, ich wechsle gerade kurz. Ja. Ah, es ist zu weit weg zum Wechseln. Dann mache ich halt über die Karte Spiel. Ja. Wenn das möchtest, wenn dir das irgendwas gibt. Aber du siehst, was ich meine, oder? Ja. Das leuchtet ein. Habe ich ja auch verdient, nachdem ich es eben als Exploiting bezeichnet habe, um es dann selber zu machen. Das wahrscheinlich auch irgendwie angebracht. Ernsthaft, ich steuere jetzt hier. Was denn? Wollte die Kamera umstellen. Mit dem Steuerkreuz, ne? Wie man das so macht. Ja. Was macht er? Der navigiert im fortgeschrittenen Menü rum. Ja. Danke an den Vision Holder, Pavel. Ah, für diese Kamerasteuerung. Eieieiei. Der bezeichnet sich übrigens selber so, immer. Ernsthaft? Die nennen ihn immer Vision Holder, ja. Was ich selber auch so nennt, weiß ich nicht. Der tritt ja irgendwie direkt nie in Erscheinung. Achso, du verfolgst richtig das Forum, oder was? Ey, ich folge den auf Twitter. Da kriegst du das öfter mal mit. Hm. Das ist echt, ich dachte, die Folge davor war langweilig, aber die hier, die war echt hart. Warum? Warum hat das also so ewig gedauert? Also, wenn ihr noch ein bisschen Resturlaub über habt dieses Jahr, guckt euch auch gern die nächste Map an. Aber ich meine, wer macht denn sowas? Was hätten wir denn für eine Wahl gehabt? Da hinten der Weg, den bin ich ein paar Mal lang gefahren, den willst du nicht ohne Bäume fahren. Dann gibt es hier einmal noch einen Steinklumpenweg, dann gab es hier die andere Bucht, wo ich auch schon drinnen stand und gewendet habe. Und dann gab es den Weg hier. Und hier ganz hinten hätte es vielleicht noch einen gegeben, aber da... nee, da hätten wir auch abgekotzt. Also irgendwie... Also eben waren die linken beiden rot, der rechte grün. Das habe ich jetzt umgekehrt. Mhm. Sicher, dass du zwei nehmen willst? Alter, das sieht nicht gut aus. Ich habe mich von rationalem Verhalten entkoppelt gerade. Achso, alles klar. Ja, du bist vorne nicht über dem Bügel drüber. Vorne oben. Du musst die über den Bügel drüber gehoben kriegen. Ja, jetzt, oder? Nee. Jetzt muss... Nee, jetzt... Nee. Ja, ich dachte mir, vielleicht flippen sie genau so, wie ich es möchte. Hab auch gerade so den, meinen Entspannungsmodus so erreicht. Ja? Also, ja? Ja. Gut. Ja. Jetzt sind sie alle rot. Alter! Warum? So, easy. Nach hinten ziehen, genau. So. Ja, der sieht gut aus. Jetzt würde ich fast den hintersten... Kannst du mal herkommen? Was denn? Kannst du den oberen Stamm übernehmen? Kann ich den jetzt übernehmen? Wie soll ich den übernehmen? Ja, versuch's einfach. Warte, an dem bin ich noch nicht nah genug dran. Aber die anderen beiden gehen. Warte. Übernehmen mal den, der gerade liegt. Ja, wenn wir schon hier das Spiel exploiten, dann machen wir das jetzt richtig.
Ich bin aber immer noch nicht nah genug dran. Und rat mal, was mein Problem ist. Der Berg. So. Ja, gut. Haben wir übernommen. Ich würde jetzt empfehlen, den ganz hintersten zu nehmen, bevor er noch weiter runterkippt. Nimm. Ja, ich habe deinen Einwand verstanden, aber. What the? Ja, weil du dieses Teil da die ganze Zeit hin und her beschwubbelst, bewegst. Es ist auch alles hier total verkantet und. Leg den erstmal da drauf und dann setze noch einen Zentimeter zurück. Weil es ja so einfach war. Ja, war jetzt eher nicht so das Problem, hier hochzufahren. Ja, deswegen. So, ich würde sagen, entlasse dich die Zuschauer jetzt zumindest halbwegs damit, dass wir sagen, wir laden das jetzt auf. Und wenn wir soweit sind. Ja. Dann wir wünschen schon mal ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr und ansonsten einen guten Rutsch und ja, herzlichen Glückwunsch zum 40. Und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sobald Psycho das hier ein bisschen auf die Reihe gekriegt hat. Alles klar? Dann bis dann. Willst du auch noch Tschüss sagen? Sag mal Tschüss. Tschüss. Ja, ich war gerade so. Ja, er ist beschäftigt. Vertieft. Bis dann.